Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil jetzt schon von Kauf soweit The Angler. Ja, ich bin gespannt. Heute machen wir mal ein paar Quests und vielleicht kriegen wir heute eine neue Angel. Vielleicht ziehen wir heute ein paar größere Fische raus. Ich bin gespannt und ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Oh, da ist irgendwas an meinem Würstchen dran. Ja. Okay. Das ist aber auch ein sehr, sehr kleiner Fisch. Der zieht ja kaum. Der ist ja wirklich winzig. Das ist ja, also... Der ist ja lächerlich. Oh nein. Ist der erste Fisch ein Barsch, ist der ganze Tag für den Arsch. Bronze, aber immerhin, ne? Bronze-Barsch. Oh ja. Ja. Sehr gut. Komm her. Kommen Sie her, den kann ich auch so rausziehen. Das ist auch eigentlich ist er auch winzig. Regenbogenforelle Jungfisch. Auch sehr kleines Tier. Tja, jeder, der sich das Spiel kauft, ich kann nur den Tipp geben, geht in die Einstellungen. Und geht auf Zugänglichkeit und macht den einfachen Wurf rein. Denn der einfache Wurf sagt aus, dass ihr im Prinzip mit der Maustaste gedrückt halten einfach reinwerft. Weil, pass auf, ich kann euch das zeigen, wie das ist. Wenn ihr das nicht gemacht habt, das ist kompletter Müll. Wer sich das ausgedacht hat und das abgesegnet hat in dem Spiel, der gehört verprügelt. Leute, hier, pass auf. Einfacher Wurf aus, pass auf. Jetzt, ich werfe jetzt aus. Dazu muss ich jetzt linke Maustaste gedrückt halten, die Maus nach hinten ziehen und dann nach vorne schieben. Und das nicht zu langsam und nicht zu schnell. Und das funktioniert irgendwie, weiß ich nicht, bei viermal, einmal oder so. Leute, das ist wirklich, das ist schon geübt. Ich habe gestern geübt, bevor ich diese Option gefunden habe. Also das ist komplett am Bild. Wer sich das ausgedacht hat, ne? Also nein. Ich glaube, ich mache aber auch mal die Quest, ne? Also ich soll ja, so wie es jetzt aussieht, soll ich die goldene Tour machen? Suche die Wassermühle. Schild. Lol. Das Autofahren macht halt auch Spaß. Digga. Ey. Kannst aber auch in dem Game nicht vernünftig fahren. Es ist unmöglich. Oh ja. Ja. Oh ja, der wehrt sich auch nicht sehr, aber doch schon ein bisschen. Ja, doch. Komm her. Ja, los, komm her. Ja, wir sind schon im roten Bereich. Ja. Der braucht ein bisschen mehr Leine. Boah. Das sieht krass, ne? Ja, jetzt. Krieg ich ihn langsam einrufen? Ah, okay. Das muss man hier mit Gefühl machen, ne? Na, okay, alles klar. Leine gerissen. Schade. Ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn die Ausrüstung halt so schlecht ist. Hat jetzt hier am Anfang. Da haben wir einen. Den ziehe ich gleich mal raus. Ja, der ist okay. Der ist okay. Der ist angelbar für mich zumindest. Der ist angelbar. Naja, komm, hör auf zu eskalieren hier. Das ist eine Regenbogenforelle in Bronze. Nicht schlecht. 352 Punkte. Top. Das ist gar nicht so einfach. Oh! Schön.
Schön gegen das Schild gedonnert. Top. Ganz das Mikrofon verstellt hier. Oh, seht ihr das? Das ist ja mega geil. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Meine Fußspuren sieht man nicht, aber die vom Auto. Alter, wir haben den ganzen Sound vom Auto verloren. Einfach zum E-Auto geworden. Machst du bitte die... Achso, okay, kann ich auch machen. Geil. Alter, oh, lol. So, ich habe das Ding. Es hat maximale Leinenstärke 2 Kilo. So, jetzt kaufen wir uns eine Leine mit 2 Kilo. Wahrscheinlich darf man das auch nicht machen. Man sollte wahrscheinlich irgendwie weniger nehmen. Egal, wir kaufen uns eine Leine mit 2 Kilo. So, was ist das? Nanocarbon geflochten? Digga, keine Ahnung. So, was hat der? Ja, wir brauchen noch einen Haken, oder? Einen Haken. Wir brauchen einen Haken. Und zwar, so. Ich würde jetzt einfach mal einen Achter nehmen, weil ich glaube, das macht Sinn. Aber wir haben ja noch Kohle. Also wenn ihr jetzt sagt irgendwie, nee, Digga, nimm lieber den Neuner, dann mache ich das auch noch. Könnte Käse probieren. Was gibt's hier noch so für Kunstköder? Ja, okay, die sind alle viel, viel zu teuer. Ach, so einen ganz normalen Spinner. Okay, Hakengröße 7. Ach, der hat einen Haken dran. Vielleicht probieren wir das mal aus. Lass immer mal wieder absinken und hol den dann wieder hoch. Ja. Ja, da ist was. Da ist was. Komm schon. Ja, den zieh mal raus. Die neue Angel ist auf jeden Fall geil. Ja, sehr gut. Den haben wir. Oh ja. Schwarzbarsch in Gold. Digga, so schnell geht's. Neue Angel. Läuft das Game. 1982 Punkte. Neuer Bestrang. Top. Ausrüstung gelevelt. Top. Aber jetzt habe ich den Dreh raus. Jetzt haben wir einen Goldfisch geangelt. Einen Goldfisch, genau. Einen goldenen Fisch. Und das macht Spaß hier. Ja, komm her. Komm her. Oh, der ist aber klein. Ja, Forellenbarsch, Jungfisch, ne? Halt ein kleines Tier. Ja, da haben wir was. Ja, der ist schon ein bisschen größer. Oder? Okay, dann noch mal kurz einen Sprint. Forellenbarsch in Bronze. 1481, auch nicht schlecht. Ja, haben wir wieder einen. Wie ich schon angestrengt bin hier. Schon angestrengt die Tasten drücke. Aber der hat sich nicht sehr gewehrt. Oh, europäischer Hecht in Bronze. Wir haben einen Hecht geangelt. Ein Hecht? 804 Punkte. Und bis jetzt hält die Angel alles aus. Noch kein Fisch. Wollte meine Angel kaputt machen. Das ist ganz gut. Ja, das könnte jetzt der erste sein. Nee, okay, der ist auch zahm. Nee, er schafft es nicht, meine Angel kaputt zu machen. Aber er könnte auch ganz gut sein. Das ist noch ein Hecht. Auch in Bronze. Aber ein bisschen größer und ein bisschen schwerer als der andere eben. Hab ich jetzt schon angeschlagen? Nee.
Warum konnte ich jetzt nicht anschlagen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Braucht es gar nicht so komplex, aber es wird wahrscheinlich komplex, wenn man das eine Zeit lang spielt. Jungfisch, europäischer Hecht. Ja, leider nur 720 Punkte. Ja, ich habe viele gehört, die auch Angelspiele spielen, die gesagt haben, das ist hier kompletter Müll irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist halt für eine andere Zielgruppe wahrscheinlich gedacht. Ja. Ja, der zieht ganz gut. Zieht ja richtig hart. Das ist einer, der mir die Angel kaputt macht. Der macht mir die Angel kaputt. Das wusste ich. Scheiße. Alter, habe ich ja die Bremse jetzt auf 80 gestellt, ne? Oh, der zieht schon ordentlich. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt nimmt er gerade Leine. Ja, oh, der ist der jetzt schon hart an der Beschaffenheit der Angel zerrt, ne? Der erste, der. Oh, Leine gerissen. Scheiße! Mann! Das ärgert mich jetzt hart. Ja, jetzt haben wir den, glaube ich, wieder. Also zumindest einen, der ähnlich. Fortschritt. Rutenköder, Kunstköder und Weichplastik können allesamt gemeistert werden. Ein Ausrüstungsteil geht als gemeistert, wenn es ausreichend Meisterpunkte verdient hat. Fange dazu mit dem gewünschten Ausrüstungsteil Fische. Durch die Meisterung erhältst du EP. Ah, okay. Also die Rute und die Angel, die Rute und die Rolle habe ich jetzt gemeistert. Ich habe einen Forellenbarsch in Silber geangelt. 2800 Punkte. Schön. Jetzt. Okay. Jetzt haben wir ihn. Ich kann wahrscheinlich nur in dem Moment, wo da steht, Schlag an, kann ich anschlagen, ne? Hier, Bronze, Forellenbarsch. Oh ja, doch. Der nimmt Leine, lol. Ja. Der war hier kurz vorm Steg. Bin ich auch ein bisschen nervös, wenn das passiert. Also, wisst ihr das? Wenn ihr zum ersten Mal Shooter spielt und vor dem Gegner steht und so. So ungefähr ist das dann. Ja, den ziehe ich easy raus. Was? Leine ist gerissen? Warum? Ach, wahrscheinlich, weil die hier an dem Baumstamm, an dem Stamm gerieben hat. LOL! Das ist mir auch schon aufgefallen, dass du teilweise an Pfosten und sowas deine Leine abreiben kannst. Okay. Ja, ich traue mich gar nicht, die Bremse zuzumachen. Ja, der ist halt schon riesig, ne? Ich krieg den mit der Angel da nicht raus. Ist schon 70 Meter entfernt. Ne. 80 Meter war der jetzt weg. Hab ich einfach nicht gekickt. Ja, den holen wir rein. Den holen wir rein. Der kann nix. Der kann nix. Europäischer Hecht in Bronze. Ja. Okay. Haben wir den jetzt? Nee. Müssen wir nochmal anschlagen, ne? Da gibt er mir die Chance. Ja, jetzt. Oh ja. Der zieht aber ordentlich, ne? Ja, da ist schön großen Fisch geangelt.
doch in dem kleinen Ding hier, so ein Gerät. Boah! Silberforellenbarsch. Tatsächlich, in diesem kleinen, trüben, flachen Wasser haben wir Silberforellenbarsch rausgeangelt. 3064 Punkte. Oh, der ist ein bisschen kleiner, jetzt ziehen wir aber auch raus. So, was haben wir da? Ein Schwarzbarsch Silber. Okay. Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht Schwarzbarsch? Hatte ich den schon? Weiß ich nicht. Immer mal ein bisschen runterfallen lassen. Man sieht ja sehr gut die Tiefe. Also, ihr seht es gerade nicht, aber ich... Ja. Also, das ist die untere Zahl. Ist im Prinzip... Ich muss nochmal anhauen. Lass mich nochmal anhauen. Ja, jetzt. Ja, sehr gut. Die untere Zahl ist immer das, wie tief das Wasser gerade ist. Und die obere Zahl ist da, wo mein Köder gerade ist. Ja, nee, da war zu dick. Hätte ich wahrscheinlich mitarbeiten können, aber war abgelenkt. Ja, komm, geh ran. Da ist noch ein Fisch dahinter. Ja, sehr gut. Der hat jetzt gar keine Chance mehr, der ist direkt vor mir. Eine Regenbogenforelle in Bronze. Sieh mal einer an. Da ist er doch. Sehr gut. Ja. Da haben wir noch einen. Forellenbarsch Bronze. 1760 Punkte. Und damit war es auch schon wieder mit diesem Teil Call of the Wild, The Angler. Ich muss ja mal überlegen, was für ein Spiel ich gerade gespielt habe. Nicht, dass ich das Falsche sage. Egal. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine neue Angel. Ich habe meinen ersten goldenen Fisch als Trophäe gefangen. Wir haben so ein bisschen Spinnenangeln ausprobiert. Und das klappt mega, mega gut. Ist auf jeden Fall für mich macht es mehr Spaß als das Posenangeln. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, schönes Wochenende, schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis dann, ciao.